Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß, weiterhin präsentiert von den Stadtwerken. Und diesmal sind gleich zwei Fortunen bei mir, nämlich zum einen Matthias Zimmermann. Hallo. Hi. Und zum anderen Daniel Ginczek. Grüß dich. Zimmermann, du bist 1992 in Karlsruhe geboren. Daniel stimmt auch 91 in Arnsberg, ne? Gar nicht so weit weg von hier. In Iserlohn bist du geboren, aber das ist nicht weit weg, ne? Arnsberg, nee, da, oder? Nee, ist von hier eine gute Stunde, 100 Kilometer ungefähr. Ja, okay. Matthias, du bist nicht böse, wenn ich mit dem Älteren sozusagen anfange, ne? Ein Jahr älter, glaube ich. Nicht. Ja. Du bist vor 4 Jahren zum SC Neheim gegangen. Das ist ein Stadtteil von Arnsberg, glaube ich. Ne? Und dann bist du 12 Jahre lang da geblieben. Das ist ja eigentlich schon ungewöhnlich, oder? Dass man dann so lange bei einem relativ kleinen Club erstmal bleibt, oder? Ja, es war auch nicht so gegeben. Ich war früher so ein bisschen, ja, so ein Schönwetterfußballer. Wenn die Sonne geschienen hat, habe ich gut gespielt. Wenn es geregnet hat, war ich schlecht so gefühlt. Und deswegen ergab sich da auch nicht so wirklich was. Ich glaube, dass auch meine Eltern ein Stück weit das so mit der Schule berücksichtigt haben. Die wollten nicht, dass ich in so ein, oder zu früh in so ein Nachwuchsleistungszentrum gehe. Die wollten schon, glaube ich, auch ein bisschen, dass ich Kind bleibe. Obwohl da so die Eigenmotivation von mir kam, Kindergeburtstage meistens abgesagt, um dann doch zum Training zu gehen, obwohl es nur Bezirksliga war damals. Und ja, deswegen habe ich da natürlich schon eine große Dankbarkeit gegenüber dem SC Neheim, auch dass ich da so lange, so erfolgreich dann letztendlich auch durch die Jugendmannschaften gehen konnte und spielen durfte. Ja, und dann kam dann jemand der nächste Schritt und bin meinen Eltern auch dankbar, dass es das dann doch so spät noch geklappt hat. Aber auch dankbar, dass ich dann trotzdem ein Stück weit Kindheit hatte oder normale Kindheit, sage ich mal. Hast du denn da noch eine Verbundenheit tatsächlich zu diesem Club? Ja, ist natürlich durch meine letzten Stationen alles ein bisschen weit gewesen. Stuttgart, Wolfsburg, mal eben da zum Spiel zu fahren oder so. Natürlich gibt es die ein oder anderen Berührungspunkte. Auch mein Vater und meine Mutter leben ja noch in der Stadt. Von daher haben die da schon noch Berührungspunkte im Verein. Natürlich haben sich jetzt auch, ja, sind viele nicht mehr da, die damals da waren. Und von daher wird es das ein oder andere Mal mit Sicherheit noch wieder neue Berührungspunkte geben, dann auch, wenn ich jetzt hier in der Nähe bin und dann auch mal die Zeit finde, zu einem Spiel zu fahren, was die letzten Jahre auch nicht so einfach war, dadurch, dass ich natürlich auch eine eigene Familie habe und die auch Zeit mit mir verbringen wollen. Aber man hat es ja gerade schon ein bisschen rausgehört, dann war deine Kindheit schon sehr von Fußball geprägt, ne? Ja, ich hatte gefühlt, wo ich gerade laufen konnte, einen Ball unterm Arm oder am Fuß. Und da war eigentlich relativ schnell klar, dass ich Fußballer werde. Ja. Interessieren dich auch andere Sportarten? Also zum Beispiel, jetzt gerade waren ja Winterolympiade. Guckst du dir sowas an? Das ist jetzt nicht so unbedingt, aber ich gucke gern Basketball. Ich spiele gern Tennis auch selber, schaue gern Tennis und golfe auch seit einem halben Jahr. Und es macht mir auch Spaß und möchte den jungen Herrn da hinten auch demnächst mal mitnehmen. Hier auf die Plätze mit dem Rösi zusammen. Oh, Rösi kann gut golfen, mit dem habe ich selber schon mal auf Platz gestanden. Ich habe schon gehört, ja. Deswegen müssen wir das demnächst mal angehen, aber jetzt die Bälle, die würden ja 400 Meter weit fliegen, jetzt wenn man bei dem Wind spielt. Oder eben nur zwei. Oder eben nur 2 Meter, ja. Aber Basketball, sehr sympathisch, spiele ich auch seit 25 Jahren. Okay. Das ist eine sehr, sehr coole Sportart. Wie ist es bei dir, Matthias, andere Sportarten außer Fußball? Also ich bin schon sehr, glaube ich, sportinteressiert. Ich habe jetzt auch, glaube ich, die Winterspiele fast immer schauen können morgens. Habe ich auch sehr interessant geschaut. Biathlon gucke ich gerne. Skispringen natürlich auch. Und im Moment spiele ich auch gerne viel Dart. Das habe ich schon vorher gemacht. Deswegen, ich mache gerne sehr viele andere Sportarten oder Schausportarten gerne. Also so zum Jahreswechsel dann auch immer tatsächlich Alley-Pally schaust du dir an, ja? Ja, auf jeden Fall, ja. Meiner war immer Phil Taylor, leider hat er aufgehört. Aber es gibt dort andere gute Spieler, die ich gerne interessant finde. Ja gut, für Teller ist eine Legende, ne? Und vor allen Dingen auch, also was der für eine Nervenstärke immer hatte. Das ja, letztens kam wieder auf Sport 1, so, glaub, so Oldies oder sowas, da hat er wieder mitgespielt, allererst mal so ein Bühnenturnier, da war Wahnsinn, wie die den gefeiert haben. Das war schon interessant wieder zu sehen, wie er gut noch ist oder wie er noch wirft. Du bist mit 6 Jahren zum, ich muss das ablesen, VfB Grötzingen gegangen, richtig. Und dann aber schon mit 10 zum KSC. Kann man ja sagen, so, wenn man das vergleicht, ein ganz anderer Weg. Ne? Wie ist denn der KSC dann schon so früh auf dich aufmerksam geworden? Ja, ich bin groß geworden oder halt geboren beim VfB Grötzingen, ist in der Nähe von Karlsruhe, ist ein Stadtteil von Karlsruhe eigentlich. Und es war zufällig, weil in der F-Jugend haben wir immer gegen KSC gespielt und KSC war so die beste Mannschaft, wir waren so die zweitbeste Mannschaft und wir waren die Einzelmannschaft damals, die gegen KSC so immer so Konkurrent waren und gegen die gewinnen konnten, aber doch irgendwie immer verloren haben.
Deswegen, und ich glaube, da haben die mich gesehen, dass ich ganz gut bin. Dann haben sie mich mal zum Probetraining eingeladen und da habe ich ganz gut performt anscheinend. Und dann natürlich meine Mutter, die war sehr dahinterher, dass ich da schon früh einen Weg einschlage, weil ja, mein Bruder das nicht gemacht hat. Der wollte lieber mit Freunden Kreisliga spielen, Kreisklasse, lieber mal ein Bier trinken, abends am Wochenende mal feiern gehen. Und meine Mutter hat dann gesagt zu mir, ja, nee, ich schicke dich jetzt dahin, ich will, dass du jetzt mal den anderen Weg gehst. Und ja, nachher bin ich froh, dass mich dahin geschickt hat. Dein Bruder war auch talentiert? Ja, auf jeden Fall. Ja, 5 Jahre älter als ich und habe ich immer mitgenommen. Auch wo ich klein war, zum Bolzplatz gegen Ältere immer gespielt, gegen seine Freunde gespielt. Aber er wollte nie so, glaube ich, ja, den großen Sprung machen oder halt. Er wollte einfach mit Freunden sein, cool sein, was trinken gehen, feiern gehen. Ich glaube, über andere Prioritäten. Deswegen ja, wollte meine Mutter das nicht bei mir machen. Ist aber schon ungewöhnlich, oder? Normalerweise ist doch immer der Vater so, der da dahinter der steht, weil er vielleicht selber mal Fußball gespielt hat oder sonst was, dass das bei dir dann die Mama war. Ja, mein Papa war eher so Leichtathletik, so Turnen. Deswegen bei mir waren 3 Wege eigentlich. Ich war auch Leichtathletik und Turnen und dann auch Fußball. Ich musste mich für 3 Sachen entscheiden irgendwann. Und ja, meine Mutter war halt dann eher so hinterher, weil mein Papa immer arbeiten musste. Deswegen hat sich so nicht ergeben. Und meine Mutter war im Halbtags unterwegs. Da konnte sie mich immer abends nach der Schule 18:30 dann zum Training fahren. Deswegen, ich musste auch nicht auf Internat, weil KSC war nur 10 Minuten von mir. Ich konnte immer zu Hause wohnen bleiben. Meinen Freunden was unternehmen, deswegen hat das alles so gepasst und meine Mutter immer gefahren, zu Turnieren gefahren, dahin gefahren, hat alles, glaube ich, für mich gemacht, dann möglich zu machen, dass ich da beim KSC spielen kann. Deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass sie für mich das gemacht hat. Und du hast dann alle Jugendmannschaften da durchlaufen? Ja, genau. E-Jugend hat angefangen, E2, E1, D-Jugend, C-Jugend, A-Jugend, B-Jugend. Alles durchgemacht, bis dann 2 Jahre Profis und dann gewechselt. Genau, 2009, ne, hast du, glaube ich, deinen ersten Profivertrag Ja, bekommen. genau, mit 16, 17, ja, 17 war ich da. Kannst du dich noch an den Moment erinnern? Ja, weiß ich noch, das erste Spiel war gegen Rot-Weiß Aalen. Die waren damals noch zweite Liga. Kam ich in der 80. Spielminute rein, 2-0 geführt. Geiles Spiel, überragend. Und so hat es dann den Weg gegeben. Habe ich halbes Jahr gespielt mit 17 und dann das Jahr drauf dann alle Spiele gemacht mit 18 Jahren. Hatte schon 50 Zweitligaspiele auf einmal mit 19, deswegen war schon ein toller Weg. Ja, das glaube ich. Also ist ja jetzt auch wirklich sehr ungewöhnlich, so jung schon so früh so viele Spiele auf dem Buckel zu Ja, haben. auf jeden Fall. Da kam noch die Nationalmannschaft dazu. Habe ich mit Mario Götze, Ter Stegen alle kennengelernt. Da auch mit Zeit U15 durchgemacht bis U20. Und dann irgendwann hat sich halt Weg ergeben, nicht mehr weitergeführt für mich, U21. Deswegen, ja, war eine tolle Zeit auf jeden Fall. Daniel, du bist mit 16 dann zum BVB gegangen, ne? Und hast dann tatsächlich da auch in der B-Jugend schon für ordentlich Furore gesorgt. Hast 26 Tore gemacht in 25 Spielen. Hast du da dann schon so ein bisschen darauf spekuliert, dass eventuell ein Profivertrag dann mal dabei rumspringen könnte? Ich glaube, zunächst mal war dann der Sprung von ja, B-Jugend Bezirksliga auf B-Jugend Bundesliga natürlich schon nicht der kleinste. Die Trainer und auch mein damaliger Förderer Peter Wacinski, der da mein Dortmund-Trainer war, der mich auch unbedingt zu Dortmund holen wollte, hat auch gesagt, es ist schon relativ spät. Eigentlich nehmen die in dem Alter dann schon keinen mehr, weil sie sagen, diese Ausbildung ist dann schon so ein Stück weit, ja, so, sag ich mal, jetzt der Zug abgefahren. Und deswegen bin ich natürlich sehr, sehr dankbar auch ihm, dass er da das Vertrauen in mich gesetzt hat, sage ich mal. In dem Jahr, ich hatte auch noch eine Möglichkeit zu Bochum zu gehen, aber ich war halt dann damals immer schon Dortmund-Fan und wollte mich unbedingt versuchen, bei Dortmund durchzusetzen. Ja, und wenn du dann da hinkommst, ich bin gefühlt die ersten 6 Wochen in der Vorbereitung auf allen Vieren oben ins Bett gekrabbelt, weil ich mit der Belastung so an sich, mit dieser ja, Umstellung, jeden Tag Training von zuvor vielleicht 2-, 3-mal Training die Woche, mich da schon, ja, mich anpassen musste auch ein Stück weit. Und ähnlich wie bei Matze war es auch bei mir, dass Papa war Fußballer, Mama Leichtathletin. Aber ja, Papa hat immer gearbeitet. Der wollte natürlich schon, dass ich Fußballprofi werde auch. Das weiß ich auch. Und Mama hat halt ja, den Fahrdienst gemacht, ist dann wirklich mit mir jeden Tag nach Dortmund gefahren. Das waren hin und zurück Also 80 ihr Kilometer. habt noch gewohnt in Arnsberg, Ich habe oder? in Näherm gewohnt, genau. Und hatte einen Fahrdienst in der U17. In der U19 musste dann das erste Jahr meine Mama fahren, weil ich noch keinen Führerschein hatte. Und ja, sind wir dann jedes Jahr. Oder das ganze Jahr, sag ich mal, zusammen im Auto gesessen, von der Schule abgeholt, gegessen im Auto zum Training. Und ja, da musste die Arme leider bei Wind und Wetter da bis 8 Uhr abends warten, bis ich dann aus dem Kraftraum kam, weil ich gefühlt keinen Klimmzug konnte. Also ja, und nochmal auf das Thema zurückzukommen, ja, das dann natürlich so lief für mich, war schon brutal. Ich wollte mich da
zunächst erstmal irgendwie festbeißen, wollte auf meine Einsätze kommen, wollte mich dann irgendwie empfehlen für die U19, ja, dass ich dann nochmal so einen Zwischenschritt habe dann in der Jugend. Ja, dass ich dann natürlich direkt Nationalspieler werde im ersten Jahr und 26 Tore schieße, das hätte ich jetzt auch nicht dann in dem Moment so geglaubt, aber es lief einfach. Hat auf die Sonne geschienen. Ja, hat auf die Sonne geschienen. Ja, das war dann vorbei. Ich hatte dann kein Alibi mehr. Da musste ich liefern jeden Tag. Und es war immer mein Traum. Es gab auch viele Zweifler, klar, auch gerade bei mir in der Heimat. Und von daher bin ich froh letztendlich, dass der Weg dann ja, so geklappt hat, wie er dann bis heute verlaufen. Also tatsächlich hast du was mitbekommen, dass dann Leute da bei dir im Heimatort gesagt haben, ob der Sprung nicht zu groß ist und sowas? Also, ja, schon viele. Also es gibt ja immer Leute, die was nicht gönnen. So, das ist ja normal, das ist auch heute so. Da war schon die einen oder anderen auch in der Nachbarschaft. Wir waren mit der Realschule, kann ich mich glaube ich noch dran erinnern. Ich glaube, das war 8. Klasse, 9. Klasse. Gab es so ein Ausschreiben, sag ich mal, so was willst du werden später? Stand bei mir Profifußballer da. Und dann sagte die Frau zu mir, ja, wo spielst du denn? Sag ich ja, beim SNR. Ja, da müsste es aber schon weiter sein, das wird nichts mehr. Also ich soll dann vernünftig einen Beruf hinschreiben. Schöne Grüße an die Dame, falls sie noch gibt. Weißt du den Namen noch? Keine Ahnung. Nee. und sowas hat mich dann letztendlich auch angespornt. Also den Kritikern oder den Leuten, die wo vielleicht auch sagen, nee, mein Sohn muss da spielen oder was weiß ich. Es denen auch ein Stück weit zu zeigen und ja, wie gesagt, ich glaube da auch ein großer Dank an meine Eltern, dass sie es möglich gemacht haben. Und wie gesagt, meine Mutter hat, glaube ich, bis ich 18 war jedes Spiel von mir gesehen. Also, und dann wurden die Wege halt weit, ne? Wenn du dann in München spielst, in Lautern spielst und was weiß ich alles, dann ja, konnte sie nicht mal alles fahren, aber hat dann trotzdem geklappt zum Glück. Der Zimbo hatte das Glück, dass er dann direkt reingerutscht ist in die erste Mannschaft und auf seine ganzen Einsätze gekommen ist. Das war natürlich in Dortmund ein bisschen schwieriger, weil... Da möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber die Konkurrenz im Sturm damals beim BVB, die war nur einfach enorm. Da haben ja Leute gespielt wie Lewandowski war damals noch da, Barrios war, glaube ich, noch da, ja. Zidane, glaube ich, auch noch. Mo Zidane, Petric war sogar noch da, da habe ich meine ersten Einheiten gemacht, Klimowitz. Die Konkurrenz war brutal. Ich glaube, deswegen sieht man ja auch dann in meiner Vita letztendlich, ich habe mich ja zweimal ausleihen lassen. Habe ja noch relativ lange auch bei der U23 gespielt und bei den Profis mittrainiert. Das waren auch sehr, sehr wichtige Jahre, aber irgendwann musst du dann den Schritt halt einfach auch Richtung Profifußball für dich machen. Und von daher bin ich da auch Borussia Dortmund dankbar, dass sie mir da die Möglichkeiten gegeben haben. Und es war ja nicht so, dass sie mich nicht zurück wollten. Also sie hatten schon den Plan, mich hinter Lewandowski als Nummer 2 einzubinden. Aber wie man sieht, Lewandowski, der macht gefühlt jedes Jahr 70 Spiele und ist nie verletzt. Also hätte es keinen Sinn gemacht. Und wie gesagt, dafür bin ich auch dankbar, dass sie mich dann letztendlich auch ziehen lassen haben. Hast du irgendwie das mal so ein bisschen was davon gesehen? Also ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass er so eine Konstitution hat. Ist das wirklich so ein Arbeitstier? Ja, er war damals schon. Also ich sag mal so, Lukas Baris hat gespielt, weil er getroffen hat. Und Lewandowski wusste, jeder wird auf Strecke wahrscheinlich der bessere Stürmer sein. Das hat man im Training schon gesehen. Er hat ja in der Saison, glaube ich, in seiner ersten Saison wurde er, ich glaube, 27 Mal eingewechselt gefühlt und hat trotzdem 9 Tore geschossen. Also das schießen andere nicht, wenn sie 30 Spiele von Anfang an spielen. Und ja, da hast du schon gesehen, ist ein Ausnahmespieler, Ausnahmetalent. Und ich glaube, seine Arbeitsmoral damals war mit Sicherheit auch schon gut. Ich kann mich nicht mehr so dran erinnern, aber ich glaube, was er heute leistet, und ich glaube, das ist dann alles so ein bisschen auch ein Stück weit mit dem Erfolg und mit diesem Selbstbewusstsein dann auch gekommen. Ne? Ich glaube, dass du mit 18, 19, wenn ich mich an mich erinnere, habe ich schon viel gemacht, aber mache bei weitem nicht so viel wie heute. Also von daher, ja. Ist das so der Lauf der Zeit und die Erfahrung, die man dann einfach mitnimmt, dass man dann auch merkt, was man für seinen Körper braucht? Zimmer, wir haben es jetzt schon gehört, KSC, erstes Profispiel und dann direkt nicht mehr aus der Mannschaft rausgerutscht. Also ich glaube, man kann es so sagen, richtiger Zeit, richtiger Ort. Ja, kann man so sagen. Ich hatte auch Glück, dass der Trainer, ich weiß gar nicht, wer der Trainer war, mich direkt so als junger Spieler auch ins kalte Wasser geworfen hat. Und ich war halt damals unbekümmert. Und ja, das hat halt ausgemacht bei jungen Spielern. Die sind unbekümmert, denken nicht nach, machen einfach ihr Ding, was sie so im Kopf denken. Und das hat halt, ja, so habe ich auch gespielt dann. Und deswegen habe ich einfach 50 Spiele am Stück gemacht. Das war Wahnsinn für mich. Aber dafür bin ich sehr dankbar dem KSC. Und ja, ich hatte tolle Jahre in der Jugend beim KSC. Deswegen ist mein Jungfall meine Heimat. Da hast du da auch irgendwie sowas gemerkt wie Neid, wovon er ja auch ein bisschen gesprochen hat, der Daniel gerade?
Ja, ich glaube, leider gibt es überall, gibt es jetzt noch, gab es damals noch, wo ich auf der Schule war, haben auch alle gesagt, ja, guck mal, jetzt fehle ich wieder, weil ich zum Turnier musste, darf die Schule schwänzen oder so mal, oder ich habe frei bekommen, weil ich unbedingt zum wichtigen Turnier musste. Ja, ist ja klar, warum darf er das und dürfen wir das nicht? Und ja, es gibt immer so Menschen, die halt immer neidisch sind, ja, oder halt nicht zufrieden sind mit ihrem Leben, deswegen. Ich gönne es jedem, also ich finde Neid, das ist ein schlechter Ratgeber, glaube ich, allgemein in der Menschheit oder allgemein im Leben. Deswegen, jeder arbeitet hart dafür, jeder hat das Ziel, sich hochzukämpfen oder das zu machen, was er möchte. Und deswegen finde ich neidisch einfach, oder Neid, ein schlechter Ratgeber. Du bist dann 2011 zu Borussia Mönchengladbach gewechselt, musstest aber vorher einen sehr, sehr schweren Schicksalsschlag verkraften. Eben ist schon mal ein Gespräch auf deinen Bruder gekommen, der ist sehr, sehr jung gestorben, hat bei einem Kreisligaspiel, glaube ich, ist er zusammengebrochen. Ne? Ich weiß, das ist ein heikles Thema. Meine Frage ist nur, wie schafft man das überhaupt, seinen Beruf als Profifußballer dann nachzugehen noch, nachdem man so etwas verarbeiten muss? Weil ich meine, es findet einfach auch sehr viel im Kopf statt, gerade auch beim Profifußballer. Ja, ich muss sagen, das war der schlimmste Tag eigentlich so in meinem Leben oder in meiner Familie's Leben, weil das kam so plötzlich, weil wenn man ein Spiel hat in der Kreisliga und ich war damals im Trainingslager, wir hatten ein Trainingslager auf das Spiel vorbereitet, weil die Saison nicht gut lief, wir haben Abstieg gekämpft haben in der zweiten Liga und dann hat meine Mutter mich angerufen und ich weiß genau noch, wie sie mich angerufen hat, mein Telefon erstmal runtergefallen und ich konnte es nicht so richtig glauben und ja, für mich und für meine Familie war das sehr schwer. Ja, als junger Spieler dann direkt im Februar war das und ich bin dann im Juni gewechselt nach Mönchengladbach. Für mich war das schwer. Ich bin dann aus dem Haus raus, von zu Hause weg, weit weg, musste alleine eine Wohnung beziehen. Ja, dann das mit meinem Bruder. Es war nicht leicht für mich. Ich glaube, die Spirale ging echt nach unten in der Zeit für mich. Ich habe versucht, irgendwie da rauszukommen, das Beste für mich zu geben und immer positiv zu bleiben. Aber natürlich ging es nicht oft, aber ja, im Endeffekt habe ich daraus gelernt oder halt viel mitgenommen. Und ich nehme viel mit im Leben, dass ich so immer für zwei Personen lebe oder spiele. Weil mein Bruder immer bei mir ist, sieht man auch, glaube ich, an meinen Tattoos. Deswegen, auch, ne? Ja, genau, ich habe hier Christian Kreuz und sein Datum. Deswegen, ja, ich lebe für ihn, mit ihm. Und deswegen ja, hat es für mich alles ja, so leichter gehabt, darüber zu sprechen, weil ich musste darüber sprechen. Irgendwann, weil ich bin weg von zu Hause, viele haben das mitbekommen, eine neue Stadt und haben mich immer gefragt, so wie ist das oder wie war das so und deswegen kann ich jetzt heutzutage viel besser darüber sprechen als meine Eltern oder meine Geschwister, weil wenn ich sehe, mein Papa, meine Mutter zu Hause manchmal, die weinen immer noch, das ist an einem Mittwoch passiert und mein Papa weint immer jeden Mittwoch und das tut einem Kind oder mir schon weh, aber ja, ich glaube, da muss wir als Familie zusammen da rauskommen oder darüber stehen und viel darüber sprechen, dann hilft das auch, glaube ich. Du bist dadurch, glaube ich, viel schneller noch mal erwachsen geworden dann, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt viel, glaube ich, stärker und mental stärker geworden, weil ich musste mit der Saison klarkommen. Ich konnte mich jetzt nicht irgendwo zu Hause verstecken oder ich musste irgendwie das Profileben oder meinen Beruf weiterleben und gleichzeitig konnte ich meinen Eltern nicht helfen, meine Schwestern zu trauern, weil ich weit weg war. Wir immer nur telefoniert haben oder per glaube FaceTime gab es da noch gar nicht, aber immer telefoniert haben. Deswegen, ja, das war keine leichte Situation und vielleicht hätte ich die Situation auch anders bewältigt, wenn ich vielleicht näher gewohnt hätte oder einen anderen Schritt gemacht hätte. Ich hatte damals auch andere Angebote, aber im Leben weiß man nie, welchen Schritt man geht. Deswegen, ich habe daraus viel gelernt, mitgenommen. Die Zeit war auch nicht schlecht in Gladbach, deswegen, ja, die prägt einen, glaube ich, so sehr dann oder mir jetzt im Leben. Ich habe dich eben ja schon bei deinem Spitznamen Zimbo genannt. Den hattest du aber früher eigentlich gar nicht, ne? Den hast du im Grunde von deinem Bruder übernommen dann, ne? Ja, genau. Mein Bruder ist früher Zimbo und irgendwann ging das so rüber, dass dann ich der kleine Zimbo war in seinem Freundeskreis, weil er mich immer mitgenommen hat. Und dann irgendwann, wo er verstorben ist, haben die halt seine Freunde schon zu mir Zimbo gesagt. Und am Anfang war es mir nicht so recht, weil ja eigentlich sein Name war, aber jetzt mittlerweile ist es wohl in Ordnung. Und ja, jetzt nenne ich eigentlich nur noch Zimbo. Trägst du gerne den Namen? Ja, genau, träg ich sehr gerne, ja. Daniel, sprechen wir über dich. Gleiche Zeit, du bist dann zweimal verliehen worden, erst nach Bochum, dann zu St. Pauli. Das sind ja zwei Teams, die sehr über die Leidenschaft kommen. Ich glaube, da tritt man denen nicht zu nahe mit. Ist dir das sehr entgegengekommen? Ja, ich glaube gerade St. Pauli, ja. Bochum war so meine erste Station dann richtig im Profibereich,
wo ich dann auch in der Profimannschaft gespielt habe, als Profi gesehen wurde auch. Wenn du halt so in deinem Nest, sage ich mal, noch bist, dann wie in Dortmund, hast du so einen gewissen Welpenschutz noch. Ne? Und dann kommst du das erste Mal da raus und ja, so von den Scorerpunkten hätte ich mir natürlich mehr erhofft, das ist klar. Ich war auch immer ungeduldig, wollte auch schnell zu viel früher. Und deswegen war Bochum da bedingt, sage ich mal, ein guter Schritt im Nachhinein. Nichtsdestotrotz habe ich da tolle Menschen kennengelernt, bin mit dem Zeugwart heute noch in Kontakt, der war auf unserer Hochzeit und und. Also haben auch jetzt wieder natürlich mehr Kontakt über die Jahre, aber trotzdem Kontakt gehalten. Und St. Pauli war dann so, sage ich mal, der Durchbruch dann auch mit der Saison. Und natürlich, glaube ich, hat mir auch von dem ganzen Drumherum hat es schon zu mir gepasst, auch von den Fans, die Tradition. Ja, und wie gesagt, St. Pauli war dann ja was unvergesslich bleibt, wo ich mich auch brutal wohlgefühlt habe und auch noch viele Menschen heute in dem Verein arbeiten, die damals auch schon da waren. 18 Tore in 31 Spielen, ne? Da denkt man ja erstmal, jetzt steht einem die Welt offen, ne? Ja, stimmt. Aber als ich die Angebote gesehen habe, war es dann nicht so anscheinend. Das ist der Nüchtern, ja. Ja, ich habe gedacht, da kommt schon mehr. Nein, war okay. Wie gesagt, ich hätte ja zurückgehen können dann zu Dortmund. Aber nee, war gut. Aber es hat ja einen Verein zugebissen, nämlich der VfB. Ne? Ach stimmt, erstmal Nürnberg, richtig, du hast recht. Und dann ist erst der VfB gekommen, ne? Und da hast du dann auch die erste schwere Verletzung tatsächlich dann geholt. In Nürnberg, ja, genau. Ich meine, da könnten ja im Grunde beide von solchen schweren Verletzungen schon mal, ich habe es mir mal aufgeschrieben, auch in die Historie, Kreuzbandrisse in beiden Knien, Bandscheibenvorfall hattest du, hast auch einen Kreuzbandriss gehabt im Knie. Wie geht man damit um? Also gerade als junger Spieler, es geht die ganze Zeit nur voran im Grunde, ne? Man ist das ja auch nicht gewohnt, ne? wenn man jung ist, dass man solche schweren Verletzungen wirklich hat und dann muss man sowas ja auch erstmal irgendwie verarbeiten, oder? Ja, ich glaube, dass die Familie da auch natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Natürlich auch dein eigener Kopf so. Ich habe mir mit 23 rechts das Kreuzband gerissen, mit 25 links. Ja, und dann stehst du da, hast zwei Kreuzbandrisse und denkst dir, okay, was gibt's für Optionen? Gibt es die Option, jetzt eine Reha zu machen und versuchen, stärker zurückzukommen? Oder gibt es die Option zu sagen, nee, ich pack's nicht mehr auf dem Niveau und ich höre auf? Und das sind die zwei Optionen, die es gab. Die eine für mich gab es nie, aufzuhören. Ich habe immer gesagt, dass ich will, dass meine Kinder mich Fußball spielen sehen. Und ja, natürlich gehst du durch die Hölle, trainierst alleine für dich monatelang, um dann wieder mit der Mannschaft auch Spaß zu haben, Erfolge zu feiern auf dem Platz. Und natürlich gibt es auch immer Downs in so einer Reha-Phase. Eine Reha läuft nicht immer, sag ich mal, von dass es immer steil nach oben geht. Du hast immer auch Rückschläge und so bei solchen Verletzungen. Ja, stößt man da mit dem Kopf nicht auch irgendwann auch so an Grenzen, so ein bisschen, dass einem das halt, wie du schon sagst, so runterzieht dann? Ja, ich finde, irgendwann schaltest du in so einen Modus, wo du wie ein Roboter bist. Du gehst zur Reha, machst deine Reha, machst deine Behandlung, gehst noch für dich trainieren, gehst schlafen. So, du bist so in einem Modus drin, wo du auch vom Fußball nichts mehr wissen willst. Also so war es zumindest bei mir. Ich habe gefühlt in den Phasen nie ein Spiel gesehen. Also auch nicht von meinen Mannschaften, weil es tat mir einfach weh, dann die Jungs zu sehen auf dem Platz. Und ich konnte nicht helfen oder auch wenn es dann nicht lief und so. Aber ja, du arbeitest eigentlich nur auf ein Ziel hin und das ist dann wieder in so einem Stadion aufzulaufen und ja, auch vielleicht ein warmes Willkommen zu bekommen von den Fans. Und am Ende des Tages, glaube ich, ja, hat es sich sehr gelohnt, all die Anstrengungen auch. Und von daher, es ist keine einfache Phase gewesen, aber ich glaube, man lernt auch Dinge viel mehr zu schätzen. Und ich glaube auch, dass in diesen Phasen gerade, wo du dann nicht spielst, ja, die Aufmerksamkeit auch so ein bisschen weg ist, dass man ja so ein bisschen weg vom Fußball kommt. Und ich glaube, das schadet niemandem auch für nach der Karriere, weil da haben wir auch viele Probleme, wenn sie dann aufhören, dass dann so diese Aufmerksamkeit weg ist, sage ich mal. Und von daher bin ich froh, wenn es dann auch irgendwann mal vorbei ist, ja. Und wenn ich dann meine Ruhe habe. Da kommen wir gleich zu. Ja. Zimbo, kannst du dich dem anschließen? Bei mir war es ein bisschen anders da. Ich habe mich ja in Stuttgart Kreuzbandriss zugezogen und ich habe Gini schon vorher kennengelernt gehabt. Ich glaube, ihm auch einen großen Dank nochmal oder halt, er konnte mir ein bisschen helfen, wie ich da so durch musste, weil er schon zweimal verletzt hatte, die Verletzungen hatte. Deswegen, und ich war gerade so in dem Aufschwung wieder, nach oben zu kommen. Ich habe zweite Liga gespielt, oft gespielt, wir sind aufgestiegen, Bundesliga gespielt und dann in der Länderspielpause ist mir das Kreuzband gerissen und für mich war das eigentlich ein Weltuntergang. Ich habe geweint. Meine Frau hat geweint und dann war Ginis Familie für uns da und
Ich glaube, er hat mir auch viel mitgegeben, wie ich da darüber stehen kann und wie ich wieder rauskommen kann. Und ich war direkt so von Anfang an wieder motiviert, weil ich so auf dem Weg da wieder nach oben, so wieder in meine Leistung zu kommen, wieder einen Schritt nach oben zu machen. Und deswegen war es für mich einfach, ich wollte so schnell wie es geht eigentlich auf den Platz wieder zurück. Und habe halt so viel gearbeitet und da hat der Gene mir auch sehr geholfen. Ich weiß, wir waren zusammen noch in Griechenland mit einem Extra-Trainer, Physiotherapeut, haben da marschiert auf dem Sand, Beachvolleyball gespielt. Das war so geile Zeiten. Deswegen, wir haben schon einiges erlebt, wir zwei, glaube ich. Und ja, deswegen bin ich auch schnell wieder rausgekommen aus der Verletzung. Also Daniel, du hast ihm ein bisschen geholfen, dass die negativen Gedanken nicht überhand nehmen da. Ja, erstmal war ich gerade im Kraftraum, glaube ich, weil ich habe nicht gespielt in dem Spiel. Ne? Ja. Dann war es noch Testspiel gegen Ingolstadt, ne? Ja, und dann kam er rein und ich sofort aufgehört zu trainieren und zu ihm gegangen. Und dann hat der Arzt halt diesen Schubladentest gemacht und er guckt mich an und ich bin einfach rausgegangen, habe selber geweint. Also, weil mir das so leid tat, weil ich ja auch seinen Weg dann kannte, weil wir uns dann auch gut verstanden haben, irgendwann dann Freunde geworden sind. Und mir tat es dann in dem Moment so leid für ihn, weil es halt einfach eine scheiß Verletzung ist und man kann machen, was man will. Also, du bist 6 Monate raus, Minimum. Und er hat mich dann schon viel gefragt, so was ist normal und fühlt sich das normal an, wo soll ich es machen lassen. Ich weiß noch, ich bin mit ihm da im Rollstuhl dann durch den Park gefahren in Augsburg, wie so ziemlich beste Freundin in dem Film. Ja, genau so sah das aus, haben wir auch ein Bild. Und deswegen verbindet uns da schon auch gewisse schlechtere Phasen oder negativere Phasen. Ich glaube, dass aber gerade diese Phasen verbinden einen noch enger. Weil wenn es läuft, kann jeder Spaß haben miteinander. Und wenn es nicht läuft, dann muss man sich gegenseitig hochziehen und motivieren. Und ich habe ihn auch, glaube ich, die letzten 1,5 Jahre oft genug angerufen und habe gesagt, ich habe keine Lust mehr. Weil es ja bei mir sportlich jetzt auch nicht so gut lief. Und da hilft man sich dann schon untereinander. Und von daher war es schon auch eine interessante Zeit. Aber toi, 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 die müssen wir nicht nochmal haben. Was hat dir denn dabei geholfen, dass die negativen Gedanken nicht überhand nehmen? Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt mal kleine Kinder. Na gut, das lenkt natürlich schön ab. Ne? Ich musste nicht mehr in ein Hotel schlafen, also ich war 7 Tage die Woche zu Hause über Nacht. Das war schon nicht ganz so schlimm. Und wie gesagt, mir hat es eher geholfen, vom Fußball so ein bisschen wegzukommen. Also jetzt nicht so in Berührungspunkte mit Fußball zu kommen. In Stuttgart war auch das Gute, dass die Reha, sag ich mal, auf der anderen Seite vom Stadion war. Also hat es eigentlich mit der Mannschaft nichts zu tun. Das hat mir geholfen, so ein Stück weit auch davon wegzukommen, zu sagen, okay, jetzt bin ich halt 6 Monate kein Fußballer sozusagen, jetzt bin ich 6 Monate für mich zuständig, muss arbeiten, muss zugucken oder zusehen, dass ich wieder auf die Beine komme. Und ist natürlich nicht immer einfach. Also gerade wenn du nach dem Bandscheibenvorfall dem ersten Training das Kreuzband wieder reißt, dann war ich insgesamt ja fast 10, 11 Monate weg. Also ich stelle mir das unfassbar schwer für den Kopf vor, wenn du das eine gerade überstanden hast und dann passiert dir der gleiche Mist auf der anderen Seite. Ja, war brutal. Also wie gesagt, da brauchst du auch ein paar Tage, das ist so. Habe auch viel gesprochen mit Freunden, mit Familie. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, es gibt die 2 Optionen, die ich eben genannt habe. Und da war die eine nie eine Option für mich. Und ich glaube, dass ich auch ein Stück weit stolz darauf sein kann, mit der Historie auch noch auf dem Niveau zu spielen und auch gut zu spielen. Also deswegen habe ich schon viel richtig gemacht und muss viel in meinen Körper investieren, das ist so. Aber ich will es so lange machen, wie es geht, weil, wie gesagt, auch wie gestern ist das Schönste, dann nach so Spielen auf dem Platz zu stehen und zu feiern und mit den Jungs Spaß zu haben. Zimmo, du bist nach Gladbach hast dich ausleihen lassen, ne? Du bist nach Sandhausen und Fürth. Ja, ein Jahr Sandhausen, ein halbes Jahr Fürth, erste Liga, ja. Genau, und bist dann zur zweiten Mannschaft erstmal vom VfB gegangen. Und es gibt ein Zitat von dir, sag mir, ob es stimmt. Ich wollte nochmal neu anfangen. Ich habe mir gesagt, du bist ein Kämpfer, du hast bis zur U20 in allen Jugendnationalteams gespielt, du kannst was. Stimmt das so? Ob jetzt die Aussage so getätigt hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe mir schon gedacht, ich musste durch den Schicksal meinem Bruder und wegziehen von der Heimat, war alles neu für mich in Gladbach. Und damals der Favre hat mir wenig Chancen gegeben zu spielen, hat gesagt, ich trainiere gut, aber habe nie so die Chancen bekommen. Ich habe einmal Europa League gespielt, einmal in der Bundesliga gegen Hertha gespielt. Ich habe auch viel gelernt unter ihm und dafür bin ich auch dankbar. Ich glaube, das zahlt sich auch jetzt aus, wie er damals mich mit Technik, mit Taktik, da war ich noch nicht so gut vom KSC her, die haben mich nicht so gut ausgebildet.
Und ja, die Spirale ging halt nach unten. Irgendwann habe ich nur noch zweite Mannschaft gespielt in Gladbach, sind fast aufgestiegen in die dritte Liga, haben zweimal die Relegation verpasst. Gegen Bremen 2 damals für die dritte Liga. Und ja, dann war es schwer für mich. Kein Verein wollte mich mehr so richtig, ich glaube, keiner hat an mich mehr so geglaubt. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann hat der Rainer Adrian mich angerufen, der kennt mich noch von der Nationalmannschaft von früher. Ja, willst du nicht kommen zum VfB, dritte Liga spielen? Hab ich gesagt, ja, ist ein schwerer Schlag für mich, ja, jetzt nochmal neu anzufangen in der dritten Liga, habe ich auch nicht so gedacht. Aber ich habe dann gesagt, es gibt keine Option, ich will wieder nach oben, weil ich habe da bewiesen, dass ich zwei Liga Nationalspieler gut bin oder gut spielen kann. Deswegen war die Option für mich, okay, ich werde es neu angreifen, ich werde jetzt versuchen, das Beste nochmal rauszuholen. Und ja, dann manchmal hat man ein bisschen Glück im Fußball, das braucht man auch ein bisschen. Man kann nicht immer alles denken, es geht von alleine, sondern man braucht ein bisschen Glück im Fußball. Man muss im richtigen Verein sein, im richtigen Zeitpunkt richtig da. Der VfB ist abgestiegen. Der U23-Trainer ist dann für 5 Spiele, ich weiß nicht, wie viel war der Kramny, wie viele Spiele hochkamen dann, wo ich dann, keine Ahnung, noch 2, 3 Spiele machen konnte. Einmal gegen Bremen haben wir 6-2 verloren, glaube ich, wo ich gespielt habe. Und dann noch gegen Mainz am Ende nochmal, oder quasi in Wolfsburg nochmal verloren. Dann habe ich auch immer gespielt, 2 Spiele in der Bundesliga. So ging es dann los und ja, natürlich, ja, dann habe ich mich oben festgebissen. Aber der Trainer, es hat ja schon gefallen, Jürgen Kramny, der hat dir vertraut, ne? Der hat ja, der war die ganze Zeit mein Trainer in der U23. Der hat gewusst, wie ich agiere oder wie ich spiele. Ich habe ab und zu auch, glaube ich, mal ein, zwei Mal oben in der Länderspielpause mittrainiert bei den Profis. Deswegen, ja, der hat mich ein bisschen gekannt, deswegen hat er mich dann direkt mitgenommen. Und ja, das war dann ein bisschen das Glück, was ich brauchte, um dann mich oben festzubeißen. Und er hat gesagt, 2 Kilo müssen runter. Wir sind aber noch ein paar mehr geworden, ne? Also, da waren mehr. Ich war so, meine schlechtesten Zeit war ich 83 Kilo, jetzt wiege ich 75. Ja. Das macht sich auf dem Feld bemerkbar, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das so nicht bemerkt, aber wenn ich mal Bilder sehe, wo ich jetzt die Spirale nach unten ging und ich in Gladbach 2 gespielt habe, ein Jahr lang, das letzte Jahr, also in meinem 4. Jahr, da sah ich schon ein bisschen stämmiger aus. Ne? Wenn ich mich jetzt so vergleiche, das ist Tag und Nacht, also das, so hätte ich jetzt keine 2. Liga mehr spielen können. Es ist aber eigentlich eine große Rivalität zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Ne? Ist dir das ein bisschen übel genommen worden in Karlsruhe? Am Anfang war es erstmal in Stuttgart sehr schwer für mich, weil in der dritten Liga kamen dann die Fans von Stuttgart, haben mich beleidigt. Was machst du hier eigentlich? Verpiss dich, Karlsruhe und so alles. So, ich so, ja, sorry, ey. Was soll ich machen? Die haben mir eine Chance gegeben. Klar, ich kann es verstehen, dass die Fans vielleicht sauer sind oder halt eine Rivalität gibt, aber ich hatte keine anderen Angebote. Die haben mich gefragt, ob ich komme, und es war für mich eine neue Chance. Und die haben mir die Chance gegeben, wieder mich nach oben zu arbeiten. Und ja, warum soll ich die nicht annehmen? Deswegen, klar, war es nicht einfach für mich. Aber ich glaube, im Nachhinein war das die beste Entscheidung, was ich machen könnte. Und ich glaube, jetzt haben die mir auch alle ein bisschen verziehen, Karlsruhe oder in Stuttgart. Ich glaube, es hat beides so gepasst jetzt. War eigentlich dann der VfB euer erster Berührungspunkt, den ihr hattet? Oder seid ihr schon mal vorher über den Weg gelaufen? Nee. Das war der erste, ja. Da habt ihr dann zueinander gefunden sozusagen. Wie schnell habt ihr eigentlich gemerkt, dass ihr, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass ihr beide hier sitzt, weil ihr, wir haben es ja eben schon mal gehört, einfach auch gut befreundet seid. Wie schnell habt ihr gemerkt, dass ihr auf einer Wellenlänge liegt? Ja, erstmal habe ich mir gedacht, in den letzten 3 Spielen, was haben die denn da für einen Idioten geholt? Jetzt steigen wir ab. weil ich war zu dem Zeitpunkt dann mit Kreuzbandriss raus. Aber es ging ja da am Ende der Saison noch nicht so, glaube ich, ne? Weil ich auch noch raus war. Es hat ein bisschen gedauert, weil der Gini war dann noch ein halbes Jahr, glaube ich, oder 3, 4 Monate verletzt. Der hat nicht ganz gespielt, so bis im Oktober, Winter. Ja, genau, September, Ende, Oktober Winter. Zurückgekommen. Ja. Dann hat er schon die Vorbereitung dann unter Jos Luka. Luka, und dann wurde er entlassen, ja, dann Hannes Wolf. Und dann kam Hannes Wolf und dann... Das ist aber auch echt noch alles präsent, ne? Jedes Spiel auch so, also das ist der Wahnsinn. Ja, man merkt es, ich glaube, waren eine geile Zeit, gute Zeiten. Wir haben uns kennengelernt, deswegen war erfolgreich. Und die merkt man sich länger als negative Sachen, glaube ich. Und ja, und dann, wo ich eigentlich wieder eingestiegen bin, so, dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass es gut passt. Und ja, und dann irgendwann so der normale Verlauf. So mal mit den Frauen was essen gehen, und wenn das passt, dann, das muss ja passen. Bei uns passt ja eh so. Also wenn die Frauen nicht miteinander klarkommen, brauchst du sie nicht sehen. Dann also wird's das macht schwer, ja keinen, ne? Sinn. Ne? Ja, und die sind auch mittlerweile sehr, sehr gut befreundet. Auch nie den Kontakt verloren irgendwie über die Jahre. Ja, und jetzt dann war die Zeit dann mit dem Aufstieg und so in die Bundesliga, das schweißt dann natürlich zusammen, ne? Das ist dann klar. Und wie gesagt, ein paar Mal Urlaub schon zusammen gemacht. Passt einfach für die Familie, weißt du, die Kinder mögen uns und wir sind auf einer Wellenlänge. Die Frauen sind wie Geschwister eigentlich und wir zwei gehen pumpen. Keine Ahnung, wir machen so viel miteinander, deswegen hat es sich einfach so ergeben irgendwann. Und dann ist man halt immer enger zusammengerückt und jetzt
kann man sich immer vorstellen unter den anderen. Ist aber auch nicht so häufig, ne? Gerade im Profibereich, dass so richtige Freundschaften entstehen, weil es ja eben auch nicht so einfach ist. Ne? Dann gehst du woanders wieder hin, dann spielt der Zimmer wieder woanders und das dann trotzdem aufrechtzuerhalten, ist ja auch nicht einfach. Ja, es kommt ja nicht darauf an, dass jetzt irgendwie, wenn du nicht zusammenspielst, jeden Tag telefonierst. Also wir haben auch nicht jeden Tag telefoniert. So. Da waren dann auch manchmal so 2-3 Wochen, wo wir uns nicht gehört haben, aber dann gab es halt mehr zu erzählen, als wir uns gehört haben. Oder wir haben uns dann hier gesehen, weil wir ja eh schon oft in der Stadt auch vorher waren. War ja auch bei ein paar Spielen hier bei ihm. Und ja, wichtig ist dann letztendlich, ja, wie es dann ist, wenn du dich nicht siehst. Wie gesagt, wenn das einfach passt, dann passt das einfach so. Im Fußball ist nicht einfach, Freunde zu finden. Viele sind dann auch einfach nur ja, Kollegen. Mitarbeiter, was weiß ich. Und du hast immer so 1-2 in der Mannschaft, sage ich mal, ne? Die so die Best Buddies sind. Ja, mit den anderen spielst du halt zusammen. So. Und das verläuft sich dann leider mit der Zeit. Es ist so, aber ja, wie gesagt, so extrem jetzt, wie es bei uns ist, ja, ist es selten, in seltensten Fällen. Ich glaube, man merkt so, wenn wir zusammen im Urlaub sind, mit den Kindern, wir haben kein Problem, wenn die zu uns kommen oder wenn wir was machen müssen mit denen. Oder ich glaube, das ist wie, keine Ahnung, eine große Familie immer mehr. Oder ist zusammengewachsen wie eine große Familie, deswegen wir gehen gerne mit Guinness in Urlaub, deswegen ja, macht Spaß einfach. Was schätzt du denn an Daniel? Daniel, der ist immer sehr ehrlich zu mir. Er sagt mir alles immer ins Gesicht, wenn er irgendwas nicht passt oder auch wenn er was sieht oder auch wenn es gut war, deswegen ja, da schätze ich sehr an ihn und er ist immer für mich da, egal wann ich ihn anrufe oder wenn was ist oder wenn ich Probleme habe, ich kann mich auf ihn verlassen, deswegen ja. Ich mag ihn einfach so sehr, deswegen bin ich froh, dass er hierher gekommen ist und wir jetzt hier hoffentlich ein paar Jahre erfolgreich Fußball spielen können noch. Das hört sich gut an. Und umgedreht, was schätzt du am Zimbo? Ja, ist wie so ein kleiner Bruder für mich. Also ich war ja dann schon, sag ich mal so, der gestandene Spieler jetzt so in Stuttgart und hatte ja auch mein Standing und. Und dann kam er halt von der U23, wo ich ja auch dann wusste, oder ich verfolge ja auch Fußball, dann seine Geschichte auch schon ein Stück weit wusste, dass dann so ein bisschen ja, negativer geworden ist dann so, beziehungsweise der Schritt dann Gladbach nicht so gut funktioniert hat, dann Rückschritte machen musste und ja, ich habe halt gewisses Potenzial auch in ihm gesehen und wollte ihm dann auch helfen, da das auch wieder freizusetzen und ja, wie gesagt, er ist ein Freund, mit dem ich über alles rede. So. Also ich rede nicht mit vielen Leuten über alles, aber mit ihm rede ich über alles und er hört mir immer zu, ich kann ihm alles sagen. Wir können auch uns kritisieren. Ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die du nicht vielen oder die du nicht mit vielen teilen kannst, weil Kritik kann nicht jeder. Ja, da fliegen auch mal die Fetzen, ist ja klar. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wir könnten 24 Stunden miteinander rumhocken, da würde es auch nicht langweilig werden, da würden sich auf den Sack gehen. Also wie gesagt. Ja, ich kann über alles mit ihm reden und das ist mir viel wert. Gibt es eigentlich eine Marotte, die der jeweils andere hat, wo man nur mit dem Kopf schüttelt und man sagt, was macht der denn da jetzt schon wieder? Ja. Müsste ich jetzt nicht so können, habe ich noch nicht darüber nach oder gesehen oder nachgedacht. Ja, der ist mir schon ab und zu extrem, was Essen angeht, weil der will immer gesund essen. Ich habe auch mal Lust auf Pommes oder so, das will er nicht. Er ist schon... Er hat ja 8 Kilo abgenommen, dann will er ja da bleiben, ne? Also die Pommes bleibt eher weg, ja? Nein, ich esse auch gerne mal eine Pommes, aber ich kann auch, ich bin jetzt halt so fokussiert, weil ich habe gesehen, wie mein Körper sich entwickeln kann oder auf was für einem Stand ich bin. Und wenn ich 8 Kilo abnehme, dann irgendwann sehe, okay, da entwickelt sich was, mein Körper sieht gut aus, will ich ihn auch beibehalten. Und deswegen gehe ich gerne, gehen einfach pumpen, was da kommt, dann gehen wir da in den Kraftraum. Dann zerfetzen wir da 45 Minuten hier in den Kraftraum, dann gehen wir in die Sauna, mal Bali, irgendwas. Brauchen noch einen besseren Kraftraum. Du brauchst besser das Funktionsgebäude. Ist ja in Arbeit. In 5 Jahren, ne? Ich hoffe, dass ich das noch erleben darf. Du hast doch gesagt, du willst noch ein paar Jahre hier spielen. Ich habe noch 2 Jahre. Ich hoffe, bis dahin muss stehen. Ja, gut. Liegt nicht an mir. Du bist dann 2018 hier zur Fortuna gekommen. Und Daniel, du hast noch einen kleinen Umweg über Wolfsburg genommen. Bist dann jetzt auch hier im Januar hier gelandet bist. Habt ihr vorher drüber gesprochen? Ich meine, ne, ihr seid ja so viel in Kontakt. Wann wusstest du, da könnte sich was anbahnen? Wir waren zusammen noch in Dubai, ne? Ja, im Urlaub, Ende Dezember. Haben so gesagt, ey, wäre es mal wieder so geil, wenn wir zusammenspielen würden. Das wäre überragend, ey. Und dann ist er so ein bisschen gesprochen und so, aber dann wieder auch verflogen, weil, ja, war, keine Ahnung,
wenn er noch einen halben Tag gehabt, dann sagt, okay, komm, vielleicht sitzt das halbe Jahr noch aus und guckt dann im Sommer was Neues. Darüber nicht mehr nachgedacht. Auf einmal irgendwann ruft er mich an und sagt, ey, ist was? Nicht so, was ist denn jetzt passiert? Das kann sein, dass wir zusammenspielen. Und dann war ich so happy und gar nicht. Ich konnte es erstmal nicht glauben, weil wir ja so lange jetzt eigentlich auseinander waren. Deswegen, man, ja, ist einfach nur schön, den Genie hier zu haben. Erzähl mal aus deiner Sicht. Ja, das war auch, wo ich, also der erste Berührungspunkt war ja schon so ein bisschen im Sommer, sag ich mal, wo es aber auch ehrlicherweise dann finanziell nicht umsetzbar war, auch durch meine Laufzeit noch in Wolfsburg. Dass ich ja Sympathie für den Verein schon vorher hatte, weiß ich auch nicht, wo die herkam. Vielleicht auch durch ihn ein Stück weit, durch ein paar Jungs, die ich auch vorher schon kannte und dann natürlich auch die Spiele verfolgt habe. Habe, glaube ich, ja, weiß ich nicht, seit November, Dezember fast jedes Spiel gesehen. Deswegen wusste ich ein bisschen auch, wie der Stand ist der Dinge. Ja, und dann haben wir im Urlaub gesagt, so, ja, wäre schon noch cool, nochmal zusammen zu spielen. Ich sage, ich komme auf jeden Fall im Sommer, so ablösefrei und dann machen wir das im Sommer und dann man sich schon irgendwie geben wir Gas, genau. Ja, und dann kam der erste Kontakt mit Klaus Allofs an dem Montag, bevor ich unterschrieben habe. Und da habe ich ihn dann schon auch so, oder da habe ich noch abgewartet, weil ich weiß, wie das ist, wenn man dann mal anfragt und also die Gespräche losgehen, kann sich es halt immer noch zerschlagen. Ja, und dann muss ich sagen, habe ich es ihm sogar nicht erst gesagt, dass es durch ist, weil da war ich dann so straight und wollte es echt keinem sagen, das wusste eigentlich nur meine Frau und meine Familie. Und dann habe ich dich aber, nee, Freitagabend war ich ja noch bei dir, ne? Ja, Samstag genau. Habe ich unterschrieben, ne? Ja. Ja, also habe ich es ihm doch gesagt, stimmt, sorry, das war, aber ich wollte es ihm eigentlich erst nicht sagen. Ich war so du am warst, Telefon war ich so ein bisschen so wischiwaschi. Ich sage, es kann sein, dass er muss noch ein bisschen so und dann waren wir Freitagabend da und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, okay, morgen wird das Ding unterschrieben. Dann sagt er, nee, ich warte jetzt erst bis morgen. So und dann, nach dem, also er war einer der ersten, wo ich angerufen habe, als ich letztendlich den Vertrag unterschrieben habe und dann, ja, war natürlich Freude da und klar, voll happy gewesen. Also ich glaube, so richtig haben wir es dann erst gemerkt in Kiel. Ja. So, weil Training, ja, okay, Training ist halt Training. Aber dann hängt da so das Trikot dann, sitzen nebeneinander in der Kabine. Das ist dann schon cool, auch mit Felix zusammen, mit Hoffi und so. War schon cool. Einzigartig auf jeden Fall in Kiel. Das einzige Ergebnis war halt scheiße in Kiel. Aber sonst, da haben wir es so richtig realisiert eigentlich. Ja. Und jetzt halt, man sieht es ja auch, wir verstehen uns. Er sucht mich ja immer um Platz, ich ihn. Also so, wir wissen, was wir können. So, und das ist, glaube ich, eine gute Eigenschaft. Ich weiß, was er kann, deswegen setze ich ihn dann so in Szene und er weiß, was ich kann. Außer jetzt gestern konnte ich nicht so viel sprinten. Spaß, jetzt geht wieder, müde. Geht wieder. Was war los? Geil. Ja, habe mich nicht so gut gefühlt, die erste Halbzeit. Ich weiß. Ja, das war so witzig. Wir haben so keine, im Spiel habe ich so einen langen Ball gespielt und dachte ich so, hey, normal geht der den locker, dann sprinte den ab. Und dann sage ich so, Kini, was ist los? Das ist ein falscher Mann. Nee, hinten zieht ein bisschen. Okay, dann 2,5 Elfmeter-Tor gemacht. Jetzt geht's ja, oder? Ja, ich kann wieder sprinten. Das war so witzig, ich konnte nicht mehr. Ja. Jetzt kann ich wieder sprinten. Das ist halt als Stürmer, wenn du zu neuen Vereinen gehst, willst du halt schnell das erste Tor schießen. So, jetzt der Druck weg, jetzt kann ich wieder laufen. Nee, ich habe mich müde gefühlt. Ich weiß nicht, ich habe es dem Trainer auch schon gesagt heute Morgen. Aber alles cool. War auf jeden Fall witzig. Ich habe mich irgendwie gegen Schalke besser gefühlt, aber hat man so. Gibt ja gewonnen, Tor gemacht, alles gut. Aber wenn wir gerade schon dabei sind, dann können wir ja mal vielleicht über diese Elfmeter-Situation sprechen. Ich habe ja hier auch drin gesessen und habe halt gedacht so, okay, wieso nimmt sich denn jetzt der Daniel Ginczek den Ball? Weil normalerweise ist halt einfach, wenn Ruben Hennings auf dem Platz steht und es gibt Elfmeter, schießt Ruben Hennings die Elfer. Jetzt habe ich ja schon gehört, du hast einfach den Prellbock im Grunde einfach nur mal spielen wollen und wolltest dich komplett durchbeleidigen lassen von Aue, ne? Erstmal weiß er jetzt, wer der Chef hier ist. So. Nein, Spaß. Na, ich habe es ja gestern schon gesagt, großen Dank an Ruven. Eine super Geste, die man im Fußball auch nicht so oft erlebt. In Wolfsburg mit meinem Sturmkonkurrenten wäre das vielleicht nicht so gekommen oder zu 99,9% wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Aber ja, ich habe ein Video gesehen jetzt vor kurzem. Ich weiß nicht, ob das in Katar war, Dubai, irgendwo da oder beim Afrika Cup. Ich weiß nicht mehr. Da gab es einen Elfmeter, eine Elfmetersituation und hat sich ein Spieler den Ball genommen und alle haben den durchbeleidigt von der gegnerischen Mannschaft. Und als sie dann fertig waren und standen alle am 16er, ist der andere gekommen und hat geschossen. So, damit der sich konzentrieren konnte, damit der Ruhe hatte, sich kurz erholen kann, Konzentration und das Ding reinhauen.
So, und so habe ich gesagt, Rufen, pass auf, ich stelle mich jetzt dahin. Der Mendel stand ja jedes Mal da vor dem Ball. Habe gesagt, wenn er mich beleidigen will, kann er mich beleidigen, du kannst dann schießen. So, und dann wollte ich ja zurückgehen. Dann sagt mir Rufen, geh nicht, hau ihn rein. Habe ich ihn reingehauen. Das war eigentlich das Ende vom Lied. Das war nicht geplant, dass ich schieße. Ich hätte ihn auch schießen lassen, weil ich wusste auch, dass er Schütze ist und auch sicher ist vom Punkt. Und ja, jetzt in Regensburg werde ich ja dann wahrscheinlich wieder schießen müssen, weil er ist ja gesperrt. Deswegen wollte ich mich schon mal einschießen. Ja, aber wie gesagt, nochmal da auch großen Dank an Rufen. Und in der 90. hat er dann nochmal seine Belohnung bekommen mit dem Hackentor. Also hat es schon ganz gut gepasst. Und wie gesagt, jetzt kann ich wieder mehr laufen. Ich weiß auch nicht, was los war. Er schickt mich und normal sprinte ich in Sören runter, sowas von. Aber ich konnte nicht laufen. Ich weiß nicht. Ich wurde auch nicht schneller. Das war wie ein Gummiband. Falsche Mann, Alter. Er zieht ihn hinten. Falsche Mann. Der Gegenwind. War ja auch windig gestern. Das wird es gewesen sein. Ja, 100%. Man muss immer Gründe finden. Wahnsinn. Ist das so? Ja, weiß auch nicht. War der Wurm drin in der ersten Halbzeit. Zimo, du hast eben schon mal gesagt, du hast noch 2 Jahre Vertrag, also bis 2024 dann. Bist ja schon seit 2018 da. Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht überhaupt, du fühlst dich hier wohl, ne? Ja, auf jeden Fall. Meine Frau und ich fühlen uns richtig wohl. Der Verein finde ich super, die Fans sind super. Ja, das ist so eine Strahlkraft. Ich glaube, der Fußball passt auch zu mir. Kämpfer, Leidenschaft, Wille, Ehrgeiz, immer einsatzbereit. Ich glaube, das sind so meine Tugenden, die ich immer auf dem Feld eigentlich abliefere. Und ja, jetzt kriegen wir auch demnächst unser erstes Kind. Deswegen, ich glaube, wir fühlen uns hier richtig wohl. Es wird ein Düsseldorfer. Ja, es wird eine Mädchen, Düsseldorferin. Ja, Düsseldorferin, deswegen, ja, wir fühlen uns richtig wohl und ja, im Fußball weiß man leider nie, aber auch, wie die Wege weitergehen, deswegen, ich habe 2 Jahre Vertrag, ich will hier Gas geben, wir gehen hier was aufbauen jetzt und dann werden wir sehen, wie die Zukunft auch aussieht. Was schätzt du an der Stadt? Ja, die ist so vielseitig auf jeden Fall. Man kann ja viel unternehmen, ob jetzt in der Altstadt mal ein Bier trinkt oder mal auf der Kö, keine Ahnung, ein bisschen schicker einkaufen geht, keine Ahnung. Man kann hier viele Restaurants, viel ausprobieren. Man kann auch Sachen sehen, wie der Rheinturm und so mal oben essen gehen und so. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und jetzt ist der Kind ja auch noch hier, jetzt kann man noch viel mehr Möglichkeiten machen, mal wieder was unternehmen, mal Tennis spielen oder mal in eine Sauna gehen oder mal was anderes unternehmen. Deswegen, ja, jetzt hat man halt, also hier hat man viel Möglichkeiten und auch Karneval gibt es hier, so, ich glaube, so viele Facetten. Das ist unfassbar, die Stadt ist einfach wunderschön. Ich habe eben ja rausgehört, ihr geht auch gerne zusammen mal essen. Gibt es ein Restaurant, wo du besonders gern hingehst? Ja, jetzt kommt man noch nicht so viel ausprobieren, weil ja, durch Corona, ich glaube, noch nicht so viel möglich. Ich hoffe mal, dass es dann im März ein bisschen ändert und dann uns da ein paar Restaurants aussuchen. Aber gibt es eine Richtung, wo du sagst, was du gern isst? Ja, ich esse gerne so italienisch, mexikanisch esse ich auch gerne. Gibt schon ein paar gute Sachen, aber auch griechisch. Gibt es einen guten am Stauffenberger Platz, da gehe ich gerne essen. Deswegen mal nach dem Spiel sowas, Grieche, ist nicht schlecht. Deswegen, das passt ganz gut. Gibt es da eine Geschichte zu, wenn du den so ansprichst, so einen Griechen nach dem Spiel? Ja gut, ich war 3,5 Jahre in Wolfsburg. Also gibt es gefühlt 2 Restaurants, wo du essen gehen kannst. Und wenn ich dann hier war... Ich habe einmal gesagt, ich will essen. Ich will. Okay, ich bestelle beim Griechen. Das war schon das immer war klar. Ja. Einmal gezeigt und denkt, ey, da gehen wir wieder essen. Ich musste ihm auch nicht mehr sagen, was ich esse, er wusste schon. Ja. Also, ja, muss man sich auch mal was gönnen. Aber ja, Düsseldorf hat ein bisschen mehr zu bieten als Wolfsburg. Ne? Das muss ich finde Wolfsburg schöner. Ja, verstehe. Ja, Wolfsburg ist nicht schlecht, jetzt ehrlich. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie sagen, dass es nichts ist, aber mit Kindern ist okay. Aber wir haben auch viele tolle Leute da kennengelernt, aber ich bin auch froh, dass es jetzt dann Richtung Wahlheimat geht. Ja, genau, das finde ich auch interessant. Du hast ja schon 2020 eine Wohnung gekauft hier in Düsseldorf und zwar in Flingern. Also ich meine, mehr Düsseldorf oder mehr Fortuna geht ja vor allen Dingen auch tatsächlich. War ehrlicherweise nicht. Schon ein bisschen Zufall, aber ist ja 100 Meter von seiner Wohnung weg. Ja. Und ja, wir haben halt was gesucht, weil wir nicht gerne mit 3 Kindern und einem Hund irgendwo im Kinderzimmer beim Elternhaus schlafen wollten und letztendlich ist dann doch über 100 Kilometer weg meine Heimat. Und von meiner Frau aus Remscheid fährst du auch 1/2 Stunde. Deswegen wollten wir schon ein Stück weit auch die Stadt kennenlernen, weil wir wussten, okay, nach der Karriere ist der Lebensmittelpunkt Düsseldorf. Ja, wie kommt es denn, dass ihr euch da so bewusst für entschieden habt? Weil du hast ja hier nie gespielt, ne? Also wie kam es, dass du sagst, das soll... Ja, weil die Stadt einfach unfassbar finden. Also für mich ist Düsseldorf mit Hamburg die beiden Städte mit Abstand die schönsten Städte in Deutschland. Letztendlich saß ich mit meiner Frau zu Hause beim Essen und habe gesagt, wo wollen wir eigentlich später leben?
Da haben wir alles, was zwischen Remscheid und Neheim ist, abgeklappert. Ja gut, in Hagen willst du nicht wohnen. Und so kam wir dann irgendwann, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen halt familiennah sein, aber trotzdem halt auch immer so unser eigenes Leben führen. Da war halt Düsseldorf perfekt. Und ich glaube, wenn du aus Stuttgart jahrelang 5 Stunden nach Hause fährst, wenn du aus Wolfsburg 3,5 nach Hause fährst, dann ja, ist eine Stunde Fahrt nichts mehr zu den Eltern. Und von daher hat es dann hier gepasst. Dann haben wir auch ein Grundstück in der Nähe gekauft vor einigen Monaten. Und ja, dass ich dann so früh, jetzt schon, sage ich mal, in unserer Wahlheimat oder dann jetzt Heimat lande, ist dann natürlich echt Zufall. Aber ja, ich glaube, man merkt das auch. Er kann das ja auch bezeugen, dass ich mich super wohl hier fühle, auch in der Mannschaft, dass mich der Verein super aufgenommen hat. Und ja, mir jetzt einfach Gas geben wollen auf dem Platz, dass wieder bessere Zeiten kommen. Was magst du an der Stadt? Ja, ich muss sagen, am Rhein spazieren gehen. Ich gehe gern spazieren, weil ich auch einen Hund habe. Und dann einfach ja, Kopfhörer rein, Ausblicke genießen, auf die Skyline gucken, wenn du hier vom Stadion jetzt Richtung Stadt fährst. So unfassbare Blicke. Klar, die Auswahl an Restaurants und einfach auch so ein Stück weit die Größe. Ja. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Du kannst mal weggehen, so dass dich keiner erkennt. Du kannst weggehen, dass dich gefühlt alle Leute erkennen. So. Also das ist so, die Stadt hat halt viel zu bieten. Das Drumherum ist top. Wie gesagt, viele Restaurants, viele Möglichkeiten, auch andersweitig für Kinder etc. Hast trotzdem viel Grün in der Nähe, also drumherum. Sagen, die Stadt hat alles zu bieten. Also jeder, der irgendwie dann von meinem Wechsel erfahren hat, gelesen hat, hat mir gesagt, ey, alles richtig gemacht. Also von der Stadt her, ne? So vom Verein auch, aber überwiegend von der Stadt. Und ja, gerade machen wir am Platz jetzt auch viele Dinge richtig. Von daher geht das auch in die richtige Richtung. Ja, das waren, ne, wenn wir mal kurz in die sportliche Situation, die aktuelle, dann doch mal kurz aufgreifen. Die beiden Siege jetzt, die waren schon wichtig, wenn man mal auf die Tabelle schaut. Ne? Zwei Siege geholt, trotzdem nur, in Anführungsstrichen, den einen Punkt jetzt erstmal dazwischen gesetzt. Ne? Da sieht man erstmal, wie wichtig das war. Ne? Man könnte jetzt auch 5 dahinter sein. Ne? Also deswegen sieht man, klar sagen wir nur einen Punkt. Ich glaube auch, dass keiner jetzt in der Kabine sitzt und sagt, jetzt sind wir durch. Weil mit 26 Punkten bleibst du nicht in der Liga, das ist klar. Wahrscheinlich steige ich es nicht direkt ab jetzt nach dem Spiel gestern, aber Fußball gibt es ja immer kuriose Dinge und viele Vereine können dann irgendwie doch noch Serien am Ende starten. Ich glaube, dass wir jetzt auch einen Grundstein dafür gelegt haben, dass wir eine Serie starten können. Ich glaube, wir haben eine intakte Mannschaft, wir haben gute Jungs. Wir haben, glaube ich, eine echt gute Energie auch entwickelt jetzt. Klar, auch durch einen neuen Trainer hast du vielleicht auch immer einen Effekt. Und den wollen wir jetzt weiter beibehalten. Ne? Ich glaube, jetzt in Regensburg wollen wir weitermachen und dann, glaube ich, können wir echt eine Serie starten und auch versuchen, lange ungeschlagen zu bleiben. Ja, wenn wir das hinkriegen, dann sind wir hoffentlich bald schnell gerettet und dann können wir auch mal in die Stadt gehen und ein bisschen Gas geben. Jetzt gilt es, die Welle zu reiten, ne? Ja, die Welle muss man jetzt reiten, hast du recht, ja. Ja, ich glaube, was wir gegen Schalke da letztendlich dann auch auf den Rängen empfacht haben, ja, das war ja schon auch von der Stimmung her. Also jetzt nochmal, Wolfsburg ist jetzt nicht so eine Stimmung, aber für mich war das halt schon wie gefühlt ausverkauft, so, ne? Also von der Stimmung her. Und auch gestern war auch toll. Und von daher, glaube ich, hast du alle Bedingungen hier mit dem Verein, mit der Stadt, mit dem Stadion, guten Fußball zu spielen. Und ich glaube, da haben wir einfach Bock drauf. Wir haben Jungs, die Bock drauf haben, jetzt auch in der Mannschaft. Wir haben Bock drauf. Und ja, wenn wir es so beibehalten, glaube ich, dann schlagen uns hier zu Hause nicht mehr viele. Und hoffentlich auch auswärts nicht. Ich denke, ich trete euch dabei nicht zu nahe, wenn ich sage, dass ihr zwei neben noch ein paar anderen, ich nehme jetzt mal Ruven Hennings, ich nehme auch einen André Hoffmann da mal mit rein, jetzt auch besonders gefordert sind, ne? Und diese, wie man immer so schön sagt, Rolle eines Führungsspielers jetzt eben auch einnehmen müssen, um eben da diesen Karren da unten richtig rauszuholen. Ne? Nehmt ihr die Rolle gerne an? Ja, ich glaube, die Rolle wird uns einfach zugetragen, weil wir auch viel Erfahrung haben, glaube ich, schon im Fußball erlebt haben. Gini und ich haben, glaube ich, schon viel erlebt, ob jetzt erste Liga oder in der zweiten Liga. So viele Spiele gemacht und wissen, wo es umgeht, was wir machen müssen, was wir auf den Platz bringen müssen, um da rauszukommen und Erfolg zu haben. Ich glaube, ja, das liegt in der Natur einfach dann, dass man vorne rangeht oder vorne weggeht und die anderen Spieler mitzieht. Ich glaube, wenn wir immer die Energie auf den Platz bringen, dann hast du eine Grundbasis geschaffen. Und wenn darüber hinaus dann in den Flow kommen, wie wir letzten beide Spiele waren,
dann ist es, glaube ich, schwer, auch uns zu schlagen, weil wir einfach echt eine gute Qualität haben. Und die müssen wir einfach entfachen. Ja, ich glaube, ich wurde ja ein Stück weit auch deswegen geholt, um so eine Rolle direkt einnehmen zu können. Und ja, so eine Rolle, ich sag mal, des Führungsspielers kommt ja auch ein Stück weit durch das Alter, dass du, wie Zimbo eben gesagt hat, schon viel erlebt hast. Wir haben natürlich einige Spieler, die diese Rolle einnehmen können, das ist klar. Es müssen auch mehrere sein, die, ich sag mal, so eine Last muss auf mehreren Schultern verteilt werden. Ich glaube, wir haben da eine ganz gute Mischung, ganz guten Mix. Von daher ja, sind wir da absolut auf dem richtigen Weg. Aber wie gesagt, wir haben noch nichts erreicht, wir sind ein Punkt davor. Und ja, ich glaube, so wie wir jetzt die letzten beiden Spiele aufgetreten sind, macht es auch jedem am meisten Spaß, Fußball zu spielen. Und am Ende geht es immer darum zu gewinnen. Und wenn du gewinnst, hast du Spaß, hast du Freude, es fallen dir viele Dinge leichter. Und ja, deswegen wollen wir da dranbleiben jetzt. Zimmer, hast du eigentlich irgendeinen Erklärungsansatz dafür, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass ihr da so unten reingerutscht seid? War es eine Melange aus vielen Dingen? Ja, das sowieso, weil ich glaube, wenn man ja, ein paar gute Spieler gegangen sind im Sommer, muss ich sagen, wie Karaman, wie Danzo, wer war es noch? Ja, Danzo war auf jeden Fall wichtig für uns letztes Jahr, weil er viel abgeräumt in der Abwehr hat. Hat man gemerkt, Kenan war vorne auch einer Wandspieler, der auch mal zwei, drei Spieler wegmachen konnte und mal ein Tripling gemacht hat. Wie das eine Solo, wie ich noch weiß, glaube. Deswegen, ja, und dann halt kommt ein neuer Trainer, der eine neue Philosophie hat und ja, wir halt was einstudieren studieren und dann versuchen, das umzusetzen und es halt nicht klappt irgendwann, die Spirale halt irgendwann immer nach unten geht und dann irgendwann versuchst nur noch Punkte zu holen, dann dein Spiel eigentlich, was du spielen willst als Trainer, nicht mehr spielen kannst, das halt, das war so eine Spirale, das hat so einen Lauf gegeben einfach, wo du irgendwie dich nicht mehr so greifen konntest, irgendwie, dass du da rauskommst, dass du halt immer mal wieder eins gewinnst oder zwei, drei gewinnst, um mal wieder so durchzuatmen, mal wieder so Selbstvertrauen zu bekommen, dass es leichter wird. Und das haben wir einfach nicht geschafft. Und es war ja aus vielen Dingen, ja, ist das so jetzt passiert. Deswegen muss man gucken, dass wir da jetzt das Ruder rumreißen und jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Dann möchte ich zum Abschluss gerne noch drei, vier schnelle Fragen mit euch machen. Zimbo, was würdest du gerne können? Kannst es aber überhaupt nicht. Mehr Tore schießen. Torgefährlicher werden. Ja, auf jeden Fall. Aber nein, ich kann. Das stimmt ja nicht. Nee, das nicht, nein. Also, kann, schon was ich nicht kann, keine Ahnung. Was kann ich denn nicht? Muss auch nicht auf Fußball bezogen sein, ne? Du kannst auch alles Mögliche nehmen. Jetzt hast du Zeit, in Ruhe zu überlegen. Das ist gut für dich, Daniel. Ich hab aus dem FF schon. Was deins denn? Was ich gerne können würde, aber ja, gar nicht kann? Ja. Klavier spielen. Okay, ich kann Gitarre nicht spielen. Ja, was soll ich denn sagen? Ich kann nicht verteidigen oder was? Aber kann ja, ich mit links schießen? In Regensburg stellt nur noch mal einen rechten Fuß zu. Ja. Ich kann, bin beidfüßig. Nee, ich würde gerne Klavier spielen, aber kann es gar nicht. Ich kann nicht mal Noten lesen. Ja, Eddie kann gut Klavier spielen, aber beibringen. Ja, genau, Eddie kann das sehr gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Musikinstrumente, wäre das was für dich? Ja, auf jeden Fall. Gitarre würde ich mal gerne spielen, aber kann ich nicht. Gesellschaftsspiele oder dann doch die PlayStation? Ja, ich habe meine verkauft. Ich habe gar keine Zeit mehr dafür. Deswegen Gesellschaftsspiele mit Freunden, das macht schon Spaß, aber ich kann echt nicht verlieren. Also. Ist das auch beim Gesellschaftsspiel so, ja? Ja, da fliegen die Bretter auch mal durch die das Bude. Das ist Wahnsinn, ey, wenn wir spielen, da gehen die einfach nicht verlieren, das ist krank. Ja, ich würde es auch. Ich gehe dann auch hoch meistens. Ich gehe dann oft hoch. Soll mich dann in Ruhe lassen. Lass mich jetzt. Bei dir auch? Ich kann es nicht entscheiden, weil ich spiele gerne PlayStation. 100% PlayStation. Ich spiele gerne PlayStation mit meinen Jungs aus der Heimat, deswegen auch von der Mannschaft hier welche. Aber ganz klassisch FIFA dann, oder? FIFA gar nicht, also ich spiele keine Fußball, also so Sportarten auf PlayStation, weil es für mich so, ich brauche so eine Abwechslung, ich muss so raus aus dem Alltag, aber aus dem Fußball, deswegen spiele ich gerne so Ballerspiele. Ja, oder mal. Was ist da dein Favorite? Ja, also ich spiele gerne Fortnite oder Call of Duty. Das sind eigentlich die meisten Spiele, was ich gerade spiele. Deswegen passt schon. Landschaftssimulator. Ja, einer kann aber auch nicht mehr spielen, weil er sonst immer Rückenschmerzen kriegt, wenn er gar nicht sitzen muss. Ja, was will ich machen? Ich bin halt alt, ne? Ich bin schon älter. Ich habe keine Zeit dafür. Ja, Kinder, ey, drei Kinder aus Haus, ey, beschäftigt.
Ja, gut, bleibt kaum Zeit, ne, für Gesellschaft. Prioritäten schaffen. Ja, für PlayStation keine Zeit mehr. Ja. Und bei Gesellschaftsspielen mit den Kiddies, sind die schon so weit, dass man mit denen mal was spielen kann? Ja, Knüffel und so geht schon. Ja. Und da auch schlecht mit verlieren? Gegenüber Kindern, bei eigenen Kindern geht es wahrscheinlich, oder? Ja, ich schummel schon ab und zu bei denen. Nein, Spaß. nee, die lasse ich tatsächlich gewinnen, weil die können genauso wenig verlieren. Und die sind dann noch länger sauer als ich. Also von daher, bei denen geht es dann schon. Hund oder Katze ist bei dir wahrscheinlich leicht beantwortet. Ja, ne? Ganz schnell. Direkt Hund. Katze weg. Zimmer mag bei dir? Nicht so Katzen. Ich hatte noch nie einen Hund. Ich hatte früher immer viele Katzen, wo ich klein war. Und meine Geschwister, da würde ich eher Katzen sagen. VfB oder KSC? Die Frage beantworte ich nicht. Bist du gemein, ne? Ja, kann ich nicht beantworten, ne. Aber eigentlich oder. Meine Heimat ist KSC, aber oder. Ich hab dem VfB auch viel zu verdanken, weil die mir die Chance gegeben haben, wieder in meine Karriere einzusteigen. Deswegen, aber meine Freunde sind alle aus der Heimat, aus Karlsruhe, die stehen auch zu mir, deswegen. Also vielleicht 51% KSC? Ja, kann man 60-40 sagen. Bei dir ist, glaube ich, mal ein bisschen leichter. St. Pauli oder VfB? Ja, so einfach ist auch nicht, aber schon VfB, weil ich einfach letztendlich auch länger da war, klar. Aber St. Pauli mir den Durchbruch, sag ich mal, für meine Karriere ein Stück weit auch ermöglicht hat. Also, ja. 60-40. Nein, schon mehr. Also, 70-30 also. VfB, klar, deutlich mehr. Aber ich will jetzt keinem St. Paulianer da irgendwie auf die Füße treten. Deswegen, ja. War das auch eine schöne Zeit, aber ja, VfB.